Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich sitze gerade hier am Laptop oder am PC und will das nächste Video für euch schneiden und habe jetzt mal so meine GoPro-Clips in den letzten Wochen durchgeguckt, die ich gefilmt habe. Das letzte Video, das ihr gesehen habt, kam aus Châtel. Das haben einige von euch echt richtig gefeiert, fand ich persönlich auch richtig cool mit den schwarzen Strecken. Fand ich gut und danach habe ich eigentlich relativ wenig gefilmt, also immer mal nur wieder die GoPro am Helm gehabt und mal so ein paar Sachen einfach gefilmt, aber nie richtig ein Intro gemacht oder so ein komplettes Video, da habe ich es einfach mal ein bisschen ruhig angehen lassen und ich war auch beim Enduro-Rennen in Breitenbrunn bei der Trail Trophy ja, da habe ich mich einfach auch aufs Rennen fokussiert, das wollte ich einfach. Da habe ich nur ein paar Clips vom Training gemacht. Ich war mit Nico aber am Geißkopf 2 Tage beim Pivot Test Event und ich bin aber nur mein Firebird beide 2 Tage gefahren und der Nico hat ein paar Pivots getestet. Der hat sich jetzt auch eins gekauft. Auch ein Pivot Firebird 29, richtig geil. Finde ich richtig cool. Und genau, bei mir am Rad seht ihr vielleicht im Video was Neues. Ein paar von euch haben es vielleicht auch auf Instagram schon gesehen. Da wird auf jeden Fall in nächster Zeit noch ein bisschen was dazu kommen, denke ich. Da werde ich auf jeden Fall noch was sagen. Aber ich würde sagen, ich schneide euch jetzt einfach ein paar Clips vom Geißkopf zusammen. Da sind nämlich ein paar coole Labs eigentlich dabei. Und das finde ich ganz cool. Und deshalb seht ihr da jetzt ein paar Clips. Und ich würde sagen, wir gehen auf den Trail auf die GoPro. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Let's go. Let's go, boys. So, Enduro 2 mit dem, oder 1, ne 2, mit dem Fiber-Trip, neue Gabel. Hier am Anfang wird es gleich mal eng. Muss man eigentlich schön außen anfahren, hab ich verkackt. Sehr schön. Oh, leichter Gripverlust. Okay. Gut, auf den Nico warten. Da ziehen wir mal drüber. Da auch. Fahren wir weiter. Ich stehe jetzt geile Section hier. Und die Bremse ein bisschen offen lassen. Hui. Noch geht weiter. Nächster Abschnitt. Auch noch schön Gas geben hier, schön da oben anfahren, die ganzen Kurven, dann schön rausziehen. Gutes Practice für die Trail Trophy, die ja dieses Jahr noch hier ist. Fahren wir weiter, bleibt mal ein bisschen im Flow, statt auf jedem Weg. Section ist neu hier. Gleich, da ging es so vorne das letzte Mal noch woanders ab. Das letzte Mal ging es hier rechts irgendwo runter. Und jetzt geht es hier rüber. Schön hoch die offene Kurve hier. Ja. So, und hier muss man gleich hoch raus. Ah, ein bisschen verkackt, aber es geht. Hätte ich auch oben anfahren können eigentlich. Baum gestrichen. So. Enge Sektion. Innere Linie. Die Outside Line. Enge Kurve. Inside. Jawohl. Okay. Ja. Fast über dem Vorderrad, ja. Ja, der Nico testet auch Firebird 29. Heute ist Pivot. Heute Morgen ist hier Pivot Test Event am Geißkopf. Könnt ihr auf der Pivot Website mal schauen. Das sind die Test Events. Falls ihr mal einen Pivot testen wollt, kostenlos. Könnt ihr die da immer für eine Stunde ausleihen.
Wichtig ist, ihr müsst volljährig sein, beziehungsweise wenn ihr jünger seid, muss entweder ein Erziehungsberechtigter oder halt ein 18-Jähriger für euch unterschreiben. Genau. Aber dann könnt ihr einfach so ein Pivot testen. Oh, Linie ein bisschen verkackt. Was ich ziemlich geil finde eigentlich. Jupp. So. Da kommen jetzt die Wellen, das ist so geil. Wow! Kurz Gripverlust gehabt. Wobei das mit der Gabel echt schwierig ist, die klebt so am Boden. Das ist nicht mehr normal. Loch. Juhu! Danke. Geil. Servus. Servus. Wuhu. Weiter?
Wow! Ja. Yes! Yo! Jawohl! Jawohl, sehr geil! Huh.